Heute steht uns ein Kracher ins Haus. Es ist einfach ein Spiel, auf das sich alle Beteiligten schon seit Tagen freuen. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf ein Gruppenspiel aus diesem Wettbewerb. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch... Er zieht ab! Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Das muss es fast sein. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Sie ziehen davon unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Das machen sie sehr geduldig im Aufbau. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Den hält er natürlich. Klasse, diese Parade. Ja, wie hat er den denn noch gehalten? Das war ja unglaublich. Sie haben den Ball. Vielleicht können Sie jetzt auch selber vorne für Gefahr sorgen. Nicht ungefährlich. Steilpass. Sie sind mit 3 Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Sie kommen über den Flügel. Und er hat den Ball. Quinn. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Er geht in den Strafraum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen Sie konsequenter spielen. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Klasse gespielt, guter Steilpass. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. Johnson. Schöner Pass jetzt. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Sie können kontern. Da passt er auf. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht ins Stocken. Die Gelegenheit. Erhalten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee. Danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Jetzt könnte was entstehen. So, wir gehen in die Pause. Da ist der Pfiff. Jetzt.
Der Schiedsrichter pfeift diese Partie. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Guter Zweikampf. Es gibt einen Transfer bei Man United zu vermelden und das ist, wie man hört, natürlich ein absoluter Wunschtransfer. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Da haben sie die Chance. Diese Chance haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genauso ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es ihm nicht machen. Und der Ballverlust. Das sieht vielversprechend aus. Und da haben sie den Ball. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Szene. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat. Den Ball. Und jetzt haben sie den Ball. Und jetzt die Chance. Der Ball geht an die Latte. Gut geklärt. Ja, das war wichtig. Da ist der Ball weg. Nur der Alu-Treffer und das wird sie mächtig ärgern. Das Ding hätten sie zu gerne mitgenommen. Und da gibt's. Jetzt den Einwurf. Coming off the pitch, number 14, James Birch, to be replaced by number 10, George. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Kann jetzt über außen kommen. Und jetzt bekommen sie die Chance. Der Ball ist drin. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Jetzt müssen Sie aufpassen.
So, gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Partie, in der ein klarer Rückstand für die Gastgeber auf der Anzeigetafel steht. Zwei Tore Rückstand vor. Ah, oh, da könnte ich es machen. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Sie nehmen den Wechsel vor. Da ist die Chance. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ball kommt kurz. Jetzt die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Die Ecke kommt. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Wieder Ecke. Nee, nee, nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr draus machen. Das ist doch harmlos. 4 Minuten bleiben hier noch. Starke Szene, er holt sich den Ball. Schöne Aktion. Jetzt hat er den Ball. Und das war's, das ist das Tor zum Sieg. Sie erhöhen weiter, da passiert nichts mehr. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Klasse durchgesetzt. Da ist die Flanke. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Das war's für heute. Schlusspfiff. Es gibt an diesem ersten Spieltag eine Niederlage.
Recht herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Die Bedingungen sind leider nicht ganz optimal, denn hier regnet es seit Stunden. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel, das verspricht, eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Stark gearbeitet. Da suchen sie jetzt die Lücke. Da geht er vorbei. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Macht er ihn. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Haarscharf neben das Tor. Die Gastgeber weisen im Moment die beste Defensive auf. Sie gehen mit der besten Abwehr in dieses Heimspiel und das ist natürlich eine feine Voraussetzung für den Erfolg, denn das beeindruckt den Gegner natürlich. Der weiß, heute wird es nicht leicht, heute werden wir nicht viele Chancen bekommen. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Der Ballverlust. Jetzt ist der Platz da. Und da treffen sie. Das erste Tor heute. Nochmal der Blick auf dieses Tor. Erst kommt der Doppelpass und dann sehen wir. Es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Super durchgesetzt. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Jetzt schießt er. Sie ziehen davon, unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Jetzt könnte der Pass kommen. Und nun ein Schuss. Jetzt wird es Ecke geben. Ecke in die Mitte. Johnson. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Das frühe Stören jetzt. Schauen wir auf diese erste Spielhälfte, Buschi. Grandioser Auftritt bislang. Im Großen und Ganzen eigentlich ohne echte Schwächen. Sie sind gut drauf, gefällt mir richtig gut, was Sie hier machen. 2 Tore Führung deutet also alles auf einen Sieg. Vielleicht können Sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen, die Fans hoffen drauf. Was für eine Chance. Und dann knallt der Ball ans Aluminium, da haben wir das bis hier oben scheppern hören. Sie gehen dazwischen. Das könnte was werden. Jetzt die Chance.
Also das hätte auch mal Spannung in dieses Spiel gebracht. So geht's erstmal weiter mit der klaren Führung. Ich glaube, das waren die Nerven. Den müssen sie machen. Gut gemacht, gutes Tackling. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Die Chance jetzt. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang sind die Gastgeber hinten. Die beste Abwehr hat sich heute Lücke. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Fahndes Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. Und dann doch der Ballverlust. Ihn zieht es nach Tottenham, der Transfer. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Er ist zur Stelle. Johnson. Schöner Spielaufbau. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Gut geklärt, das war wichtig. Jetzt der Schuss. Oh, gefährlich dieser Ball. Schöne Aktion. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Da kann man nur den Hut ziehen. Sie zeigen eine tolle Moral und holen sich hier den Ausgleich. Den Ball hat er. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Klasse Technik. Johnson. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Ja, wird hier gut unterstützt. Aber dann ist der Ball doch weg, die Szene damit also beendet. Johnson. Erstmal hier der Ballverlust. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Vielleicht die Führung jetzt. Oh, nicht drin. Den Alu-Treffer haben wir bis hier oben gehört. Was für eine Aktion.
Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Ist hier immer noch am Ball. Erstmal abgeblockt. Die Chance auf den Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Jetzt gibt's Einwurf. Da sind Mitspieler frei. Könnte die Führung werden. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Das ist der Schlusspfiff in dieser Begegnung und an diesem Unentschieden ändert sich hier nun nichts mehr. Und die Balleroberung, exzellentes...